Plenum TV, das Magazin mit den aktuellen Themen aus dem Bayerischen Landtag. Dieses Mal mit den Abgeordnetenporträts von Alexander König von der CSU und Dr. Linus Förster von der SPD. Außerdem die Pressekonferenz von Barbara Stamm zum Thema Verwandtenaffäre und Bayerns Hochwasser und wie die Politik damit umgeht. Diskutiert in Kontrovers. Ein Tag mit Linus Förster beginnt morgens um 9 Uhr im Büro. Seine Themen sind Jugend, Bildung und Europa. Neben Mails und Korrespondenz pflegt der SPD-Landtagsabgeordnete seine sozialen Plattformen selbst, ist auf Twitter und Facebook präsent. Jetzt im Wahlkampf ist der Tag mit besonders vielen Terminen verplant. Bei der Telefonkonferenz bespricht der 47-Jährige aktuelle Themen mit dem Landespräsidium. Danach ist Dienstbesprechung in seinem Büro. 5 Angestellte sind in Försters Team. Ich habe einen Büroleiter, ich habe eine Verwaltungskraft für den normalen Betrieb und habe 3 studentische Mitarbeiter, die entweder ein spezielles Themengebiet bearbeiten, also zum Beispiel der eine beackert die kommunalpolitischen Probleme, die andere studentische Hilfskraft kümmert sich um Europa und der dritte um die Jugendfragen. Wie für viele Politiker ist der Wahlkampf auch hier schon voll im Gang. Mehrere Termine täglich, oft auch am Wochenende. Präsent müssen wir immer sein, weil wir sonst den Eindruck erwecken, dass wir nichts tun. Und wir haben auch immer eine 7-Tage-Woche. Also Samstag, Sonntag ist halt, sagen wir mal, für uns als Politiker auch wichtige Tage, weil da die vielen Ehrenamtlichen aktiv sind. Wenn er dann doch mal eine Auszeit braucht, dann macht er am liebsten Musik. Mit seinen 2 Bands spielt er regelmäßig auch auf lokalen Bühnen. Ein Hauptausgleich ist das Musikmachen. Ich mache seit über 30 Jahren Rockmusik und das brauche ich nach wie vor. Habe auch noch 20, 25 Auftritte im Jahr. Das sind dann manchmal Terminkollisionen, aber die Rockmusik, da lässt man dann alles raus. Nur momentan ist dafür wenig Zeit. Wie fast alle Landtagsabgeordneten ist Linus Förster in seinem Wahlkreis in Augsburg verwurzelt und ständig unterwegs. Immer mit dabei sein namensfetter Maskottchen. Heute geht es zu einer Stadtteilbegehung in Augsburg. Man macht ja Politik nicht in den hohlen Raum hinein, sondern aufgrund von Bedürfnissen oder Problemlagen. Und in dem Stadtteil zum Beispiel geht es darum, dass neu gebaut werden soll. Und dann geht es natürlich um Fragen, wie die Straßen verlaufen sollen, wo Unterstützung möglich ist, ob eine Hochspannungsleitung verlegt werden kann. Und da macht man sich am besten vor Ort einen entsprechenden Eindruck. 2 Stunden nimmt er sich dafür Zeit und dann ist noch lange nicht Feierabend. Es geht weiter zu einer Sitzung des SPD-Vorstands Augsburg. Hier wird die Vorschlagsliste für den Stadtrat diskutiert. Ein Pflichttermin bis spät abends. 70-Stunden-Woche. Was macht da am meisten Spaß? Wenn ich an einem Thema, das mir selber auch schon von der Vergangenheit her, ich war Stadtjugendring-Vorsitzender und Jugendthemen liegen mir halt am Herzen, wenn ich da einen Erfolg erzielen kann, wenn ich es schaffen kann, dass der Freistaat Bayern zusätzliche Gelder für die Bekämpfung von Rechtsextremismus an die Jugendverbände ausschenkt oder dergleichen. Wenn man so ein Erfolgserlebnis auch als Oppositionsabgeordneter hat, dann macht die Arbeit besonders viel Spaß. Und Förster scheint wirklich Spaß an seiner Arbeit zu haben. 10 Jahre ist er schon im Landtag und kandidiert jetzt wieder. König? Grüß Sie, Herr König, hier ist Meier von der CSU-Fraktion. Frau Meier. Ich verbinde Sie mit der Frau Stevens. Ja, danke. Einen Moment. Ja. Hallo Christa, hier ist Alexander, ich fahre gerade Auto. Also kannst du gar nicht gescheit reden, oder wie? Ja, kann ich schon. Glaube ich schon, dass wir über die einzelnen Punkte nochmal reden sollten. Ja, unbedingt. Wann hast du Zeit, Alex? Zeit ist das, was Alexander König wohl am wenigsten hat. Neben der Fraktionschefin fordern ihn 140.000 Einwohner im Stimmkreis. Die Stadt Hof und 27 Gemeinden sowie Weißdorf. Natürlich erwarte ich in erster Linie, dass er uns Informationen zukommen lässt über alle möglichen Bereiche, die uns betreffen, wo wir Möglichkeiten haben, uns weiterzuentwickeln oder Chancen zu nutzen. Natürlich erwarte ich auch von unserem Abgeordneten, dass er uns in unseren Bemühen, etwas für die Kommune oder für die Gemeinde zu schaffen, unterstützt. Es gibt da viele Stellen, wo manchmal ein Abgeordneter mehr erreicht als ein Bürgermeister, sei es jetzt das Landratsamt oder auch die Regierung von Oberfranken. Aber die übergeordneten Behörden, die reagieren dann häufig doch etwas anders, wenn jemand
mit Gewicht dabei ist, sage ich mal einfach. Meist geht es ums Geld oder um Schützenhilfe. Denn der Abgeordnete vor Ort in München kann sicher leichter die Türen zu den Ministerien öffnen, als wie es ein ehrenamtlicher Bürgermeister wie Herbert Gebhardt vermag. Reden ist das eine, handeln freilich muss man auch. Die Weißdörfer erwarten natürlich wie alle anderen Gemeinden auch eine maximale Unterstützung bei ihren Vorhaben. Das ist einmal die Grundausstattung, die finanzielle Grundausstattung der Gemeinden. Die haben wir in den letzten Jahren schon mit einigen Schritten wesentlich verbessert seitens des Freistaates Bayern. Aber das kann natürlich nie genug sein. Und es ist natürlich der Job von uns Abgeordneten, darum zu kümmern, dass die Programme stimmen, dass die Rahmenbedingungen stimmen, aber auch im Einzelfall sich einzusetzen, dass eine maximale Förderung erfolgt. Der Mittelstand ist das Rückgrat der deutschen Wirtschaft, heißt es so schön. Aber Mittelständler sind zunächst das Rückgrat der ländlichen Gemeinden. Denn ihre Gewerbesteuer ist der Pulsschlag der heimischen Dörfer, wie Weißdorf eines ist. Auch ihnen gelten Aufmerksamkeit und Unterstützung. Ich erwarte von den Abgeordneten natürlich, weil wir hier am Land in Weißdorf sind, also außerhalb der Ballungsgebiete, dass er sich um uns kümmert, um unsere Belange, die leichte Nachteile bringen, weil wir eben außerhalb der Ballungsgebiete sind, dass er sich da kümmert, dass er sich umschaut bei uns, unterhalten wird. Wie kann man uns gleichwertig hinstellen zu diesen größeren Mitbewerbern, die in der Stadt leben? Man kann es nicht jedem recht machen, aber wir bemühen uns, allen gerecht zu werden. Wir haben hier natürlich in der Region, im Landkreis Hof, in den Nachbarlandkreisen ganz besondere Herausforderungen. Und diese besonderen Herausforderungen bedürfen natürlich auch einer besonderen Unterstützung. Alexander König versucht den Spagat zwischen München, seinem Stimmkreis und der Familie in Bad Steben. Denn Ehemann und zweifacher Familienvater ist der CSU-Abgeordnete auch. Insgesamt 16 Landtagsabgeordnete stehen auf der Liste. Sie haben noch im Jahr 2000 auf die Schnelle neue Arbeitsverträge mit Ehegatten, Verwandten oder Verschwägerten ersten Grades geschlossen. Sie wollten noch in die Altregelung der Beschäftigungsgesetze fallen. Landtagspräsidentin Barbara Stamm fand dafür deutliche Worte. Ich bedauere, dass das Ansehen des Parlaments so gesunken ist. Aber ich verstehe mich nicht in meinem Amt sozusagen als Vorgesetzte eines freien Abgeordneten oder als Aufsichtspersonal eines freien Abgeordneten. Und ich glaube, das wäre jetzt von mir direkt nicht in Ordnung, wenn ich Ihnen jetzt sagen würde, lesen Sie bitte nach, was ein freier Abgeordneter bedeutet, für was er verantwortlich ist, vor wen selber. Und was seine Aufgabe ist. Am ersten Sitzungstag nach der Pfingstpause ging es um schnelle Hilfsmaßnahmen. Horst Seehofer reiste aus dem Überschwemmungsgebiet an. Im Gepäck ein Maßnahmenpaket, das mit Angela Merkel erst wenige Stunden vorher am Donauufer besprochen wurde. Nach dem, was ich jetzt 2 Tage lang erlebt habe, mehrere Tage, es ist bedrückend, es ist schlimm, es verlangt von uns allen noch zusätzliche Anstrengungen. Aber ich denke, wir haben bei dem Umgang mit dieser Katastrophe allen Stolz, allen Grund auf unsere bayerische Bevölkerung stolz zu sein. Auszug aus Seehofers Plenumsrede. 250 Millionen Euro werden als schneller Feuerwehrfonds bereitgestellt. 100 davon aus Berlin. Dazu Baumaßnahmen wie Dämme oder Speicherseen. Gemeinwohl vor Eigeninteresse. Diese Formel sollen die Bauleitplanung eingehen. Die Abgeordneten aller Fraktionen waren darin einig. Ich glaube, dass heute ein großer Tag für die Politik war, weil es war sich alle Parteien sehr, sehr einig. Jedes Hochwasser, jede Katastrophe ist die Stunde der Exekutive. Bislang bemüht sich die Staatsregierung nach Kräften, alles zu tun, was erforderlich ist, um die Situation in den Griff zu bekommen. Wenn so ein Ereignis kommt, dann hat jeder die schnellen Rezepte. Ich würde mir wünschen, wenn Politik etwas kontinuierlicher agieren würde und diese Themen auch dann auf der Agenda stehen, wenn es nicht gerade zu einer Katastrophe kommt. Hochwasserschutz ist hier ein großes Thema heute im Parlament. Da geht es jetzt ganz schnell zur Sache. Ja, ist auch wichtig, dass reagiert wird. Der Ministerpräsident hat ja auf einige Eckpunkte hingewiesen. Ich teile diese Auffassung. Ich habe natürlich größten Respekt vor allen Hilfsdiensten, vor den Helferinnen und Helfern und vor der Solidarität der Menschen, die sich in diesen schwierigen Lagen wieder gezeigt hat. Es ist eine Katastrophe, das schlimmste Hochwasser in Passau seit über 500 Jahren. Und wir müssen jetzt gucken, dass den Menschen, die jetzt dann auch wieder zurückkommen, die Hilfe wirklich schnell zufließen kann.
Das Hochwasser und seine politischen Folgen, natürlich die Thematik hier im Bayerischen Landtag. Und zu diesem Thema begrüße ich Claudia Stamm von Bündnis 90 Die Grünen und Annemarie Biechel von der CSU. Wie sieht es denn aus mit den Hochwasserproblematiken in Rosenheim derzeit? Wir können wirklich sagen, wir haben Riesenglück gehabt. Gerade in Kolbermoor hat ja an der Mangfall ein Dammbruch gedroht, den Damm konnte man Gott sei Dank halten. Die Schäden sind zum Teil noch nicht alle festgestellt, ganz klar, weil ja viele, viele Wohnungen überflutet waren. Man ist jetzt beim Aufräumen. Thema Hochwasserschutz auch bei Ihnen natürlich in der Fraktion. Gibt es denn genügend Hochwasserschutz in Bayern? Ist da schon genügend geleistet worden? Also bevor ich jetzt sozusagen den Fingerzeig irgendwo hin mache, würde ich erstmal gern zurückgehen und eben wirklich auch nochmal zu Kolbermoor gehen. Und ich war am Montag dort und habe mir das alles angeschaut, habe auch mit dem Einsatzleiter geredet und es war einfach eine super Arbeit, die die vor Ort geleistet haben. Also es war einfach ganz klasse, ganz toll und es waren einfach von überall her Einsatzkräfte da. Die Tiroler sind durchgefahren, ja, ganz selbstverständlich. Also da nochmal ein ganz großes, dickes Dankeschön und ich finde, es muss wirklich immer voranstehen, bevor ich eben mit dem Fingerzeig komme. Aber jetzt reden wir ja zum Teil auch wieder nur vom technischen Hochwasserschutz. Wir Grüne wollen natürlich viel mehr. Wir wollen einen nachhaltigen, einen ökologischen Hochwasserschutz. Also wir wollen tatsächlich eben dahin, dass es mehr Renaturierung gibt, weniger Flächenversiegelung, wo übrigens der Landkreis Rosenheim ganz weit vorne auch als trauriger Spitzenreiter ist, ja, der wirklich mit in Bayern am meisten Flächen versiegelt, was eben sowieso schon viel zu viel ist. Und all diese Dinge müssen jetzt tatsächlich angegangen werden. Aber vor allem finde ich immer noch wichtig, eben tatsächlich zu sagen, jetzt müssen erstmal die Betroffenen, die Geschädigten eben auch entschädigt werden mit Soforthilfemaßnahmen. Und da hat die Staatsregierung, würde ich jetzt mal sagen, auch als Opposition einfach vorbildlich gehandelt. Ich konnte es einfach so nicht still lassen, liebe Claudia. Wir haben in den letzten 40 Jahren, und da gehört natürlich alles dazu, da sind wir alle beteiligt, auch die Grünen haben Häuser, auch die Grünen fahren auf den Straßen, genauso wie mir, keine Frage. Da sind wir alle beteiligt, wir haben 500.000 Hektar wertvollen, ob wertvoll oder nicht, landwirtschaftliche Nutzfläche verloren, die aus der Produktion genommen ist. Und dass man da ein bisschen ein Bild hat, das ist so viel, wie ganz Schwaben als landwirtschaftliche Nutzfläche zur Verfügung hat. Also nochmal, wir sind bereit, aber es muss nicht bloß die naturschutzfachliche Sicht der Dinge berücksichtigt werden, sondern auch die landwirtschaftlichen und Eigentum und diese Dinge. Es ist tatsächlich so, dass wir sagen, zu viel Flächenversiegelung, ja, und das ist nur ein Punkt, aber ganz viele andere Punkte, wo nicht die Bauern dran schuld sind. Ja, genau, und die Bauern sind genau in dieser Katastrophe natürlich auch ganz stark die Opfer. Und wenn du jetzt versuchst, sozusagen so darzustellen, als wenn wir es tun würden, dann ist es einfach nicht richtig. Aber nochmal ganz kurz zur Enteignung. Also es ist nicht so, dass ich sage, Enteignung ist das Mittel der Wahl für alles, ja. Nur muss ich es abwägen. Und genau das ist jetzt genau jetzt sind wir eben an dem Punkt nach dem vierten Jahrhundert Hochwasser. Ja, allein diese Wortwahl innerhalb von 14 Jahren muss ich sagen, okay, ich muss schauen, ob ich neue Gesetzesgrundlagen brauche, um dann eben, wenn es wirklich eine notwendige Maßnahme ist. Aber natürlich ist ganz viel anderes Versäumnis da, unter anderem auch der Stellenabbau beim Wasserwirtschaftsamt. Da sind innerhalb von kürzester Zeit sind 700 bis 800 Stellen abgebaut worden. Aber genau diese Stellen bräuchten wir, um eben mehr Wasserschutzgebiete und so weiter eben auch überhaupt auszuweisen und dann eben da weiterzukommen. Ja. Oder auch hier offiziell, ich weiß nicht, ob man das mal zeigen kann, ja, offizielle Statistik des Ministeriums, so müsste die Linie aussehen nach eigenen Angaben, um tatsächlich eben genügend Rückhaltebecken, renaturierte Rückhaltebecken zu haben für Wasser. Da am Anfang war man relativ ambitioniert und hat eben noch versucht, eben diese Kurve gleich zu machen und dann ist sie immer mehr abgeflacht und man sieht jetzt hier schon diesen Unterschied zwischen dem, was tatsächlich renaturiert ist und was eigentlich nach Angaben des Ministeriums renaturiert sein müsste, um eben diese Hochwasser nicht mehr zu haben. Also das ist ein Wahnsinn, ja? Ja. Wenn ich das jetzt aufnehmen darf, ich sehe schon, der Ball wird hin und her gespielt. Der richtige Punkt ist hier noch nicht gefunden. Allerdings, was sicher ist, wo Sie mir beide übereinstimmen, ist, dass noch mehr gemacht werden muss und der Ball jetzt hier sowohl bei der Regierung als auch bei der Opposition liegt, den gemeinsamen Nenner zu finden. Ich bedanke mich auch hier bei Frau Biechel, Annemarie Biechel von der CSU und Frau Claudia Stamm von den Grünen für diese Diskussion. Und das war es auch schon wieder mit Plenum TV, das Magazin.